Einen wunderschönen guten Morgen. Hier haben wir wieder Frau Fasan. Nee, das ist eine Taube. Ja, so dick. Mit so einem weißen Hals, oder was ist das? Da hinten, bei dem Buchdrucker. Jetzt kommt sie. Wo? Auf der Wiese, mitten da drauf. Eine Taube. Ja. So. Ah, okay. Wir falscher Alarm. Machen wir das mal ein bisschen besser. Ist er tot? Der ist eben gerade vorbeigegangen. Sein Leben ist schon vorbei. Ja. Oh Gott. Plan. Der Plan. Hallo Ronny. ich bin nicht auszuleihen. Ich bin... Das geht nur bei Sanne. Es tut mir ja wirklich leid. Ansonsten, du musst dann auch eine Magda suchen. Sie hat gefragt, ob wir nur eine Schwester haben. Also doch, Bille. Wir können Bille ja mal fragen. Bülow, sie nennt sich Bülow. Vielleicht kommt ihr mal vorbei. Buffalo. Nächste Woche sehen wir sie, dann wenn wir ihr das mal sagen. Ja, genau. Außer wir kommen zufällig bei dir mal vorbei. Wo wohnst denn du? Auf einen Kaffee. Und dann wird sie dann schon irgendwie ein Bürstchen mitbringen. Ja. Oder einen Topfdeckel mit Mikrofaserlappen. Genau. Einmal für die Couch. So, wir starten dann mal. Haben Sie die Spiegel alles eingestellt? Ja. Da geht's schon los. Bremse. Handbremse lösen. Automatik. Was, muss ich was hochziehen oder so? Nee, also du drückst ja die Kupplung. Was für eine Kupplung? So, du bist auf der Bremse. Ja. So, und jetzt Rückwärtsgang. Dann kommt da die Kamera. Ah, okay. Das Licht an. Auch das noch. Drehen. Ja. Da kommt nichts. Leider, guck mal. Hat einer aus. Na, ist egal, wir können fahren. Hier ist Fahrschule Nielsen gerade. Kannst noch gucken hier. So, jetzt kommst du rum. Und dann auf? Auf N. N, ja. Und Gas geben. Ja. Nee, auf, nicht auf N, auf D. Zu N. Guck bestimmt, wieso weit geht er jetzt? Ja, und was macht die da schon wieder? Ja. So, und jetzt fährst du einfach nur bremsen. Okay. Und du brauchst nicht schalten. Vorfahrt? Nur Gas und Bremse. Mhm. Schrubben sie einfach los, wissen nicht rechts vor links. Ja. Wie gesagt, kennen die Regeln dann nicht. Nee. Und dann ist so ein Rollerfahrer mal ganz schnell plattgenagelt. Ja. Auch der da mit seinem Mercedes dazu oder BMW dazu warten. Ja. Oder Lexus oder BMW. Mhm.
Die haben nicht eingebaute Vorwand gleich mitgekauft. Die kennen die Regeln gar nicht. Nee. Guck mal, die ganzen alten Magnolienbäume. Ja, voll hübsch. Schöne Häuser. Ja, so als Hobby, weißt du? So, so antikes Kaufen, erstöbern und aus Hobby daneben. Sonst, ich kann mir nicht vorstellen, dass der so... Auf Versteigerung ja, zu gehen. Haushaltsauflösung. Oh Gott, ich glaub es nicht. Die wollten alle hoch. Ja. Was wartet er denn? Er wartet jetzt nicht, dass da irgendjemand kommt, ne? Doch, dass der da rausfährt. Mhm. Nee, das ist keiner. Der, nein? Der ist da einfach bei den Zebrastreifen rumgefahren. Da darf der gar nicht raus. Hier ist Rollstuhlparkplatz. Da auch? Pass auf. Nee, da. Waldstätte ist so alt. Waldstättzentrum. So alt. Und so voll. So. Wo sitzen wir denn jetzt hier? Im Restaurant Leguan beim Asiaten. Es gibt gebratene Nudeln, Vini mit Hähnchen gebacken und du hast gebratene Ente, knusprig. Guck mal, die hat gar nichts gegessen. Süß-sauer. Die Oma hat gar nichts gegessen. Vini. Hat die Kinderportion erreicht. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis ich dieses Glas Wasser ausgetrunken habe mit Stäbchen? Na, weiß ich nicht. 2 Wochen, dann ist das eher verdunstet. Hier haben wir einmal die Kikkoman Sojasauce und hier ist Sambal Oleg. Alex, Crispin und Sen, die hauen sich das immer auf ihren Reis mit drauf. Ja, Sambal Oleg. Leguan. Leguan. So, hier ist jetzt meine Ente, knusprige Ente. Da ist ein Knusperhühnchen. Ich knusper da rum. Ist süß-sauer. Sieht sehr lecker aus. Wo sind wir jetzt hier? Was ist hier los? Wir sind in Rahlstedt. Wir waren gerade im Rahlstedt Center, haben beim Asiaten was gegessen. Hier entlang fließt die Rahlau. Ein kleiner Bach. So, wir haben eine Sigi-Pause gemacht und jetzt wollen wir zum Action rein. Wir drehen mal den Spieß um. Ich kann das alles. Jetzt nehme ich erst auf. Ich habe eben gar nicht aufgenommen. So, nochmal. Nee, jetzt ist vorbei. Wir wollen ins Rahlstedt-Center. Ich habe die Aufnahme gestoppt. Unterirdisch. Ich sammle mich hier tot. Ich so, jetzt. Leider, ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht. Ich kann das alles nicht mehr. Ich will nicht mehr und ich habe auch kein Blut mehr. Wir gehen jetzt hier rein ins Rahlstedt Center zum Action. Oh, was ist das denn Süßes? Gede, was ist das? Was haben wir denn hier? Käsekuchen. Und hier haben wir Erdbeer. Apfelkuchen mit Sahne. Und ein Kaffee Latte. Und du? Ich habe einen Cappuccino. Und so, Sanne zeigt euch jetzt unseren Haul, unsere Gründonnerstags-Shopping-Tour in Rahlstedt. Wir fangen mal an mit Family Ernstings. 2 Deko-Elemente.
Aus schwarzem Metall. Aus schwarzem Metall. Reduziert auf 1,99. Verwehte Pustelblumen. Ja. Zweimal. Ein Tischset, weil Ostern ist. Sie hatten auch nur noch eins. Das war reduziert von 3,99 auf 1,99. Ja, niedlich. Und achtet bitte. Ja. Mhm. Passt schön zusammen. Pusteblume. Kleidung. 3 für 2 T-Shirts. Einmal dieses. Ja. Maritim. Ja. Blau-weiß gestreift. Ich habe schon abgerissen. Dankeschön. Helferlein. Eine ganz tolle Farbe ist auch Koralle und Sandbank. Die Korallensandbank. Express-Service, das wird jetzt nicht. Nee. Ich weiß nicht. So eine Mischung aus braun und grün. Im Dunkeln sieht das aus wie grün und im Hell sieht das aus wie goldbeige-braun. Und dann noch eins in Kaki. Ich liebe ja Kaki. Kaki. Ja, sehr schön. Und da habe ich jetzt für die 3 19 Euro bezahlt. Und dann hatten sie in der Reduziertabteilung wunderschöne Qualität. Ein Pullover für 8 Euro. Dieser hier in Feinstrick. Und unten hat er gerafft, gesmoked mit. Ja, und an den Ärmeln auch. Gummibund. Ja. Und ganz tolle, luftige Qualität. Die Farbe steht dir auch immer sehr gut. Dieses leuchtende Pink. Das war Familie Ernstings. Ja. Und für 5,99 eine Blumendusche, eine Blumenbrause. Oh ja. Im Vintage-Look. Ja. So, weiter geht's mit Action. Der Hall aus dem Action. Ich habe zweimal diesen Blackout Curtain für die Stube, weil wir haben da jetzt so eine weiße Plissé-Jalousie und da, wenn die Sonne reinscheint, ist es nicht so. Es dunkelt nicht ab. Nein, und das ist hier Blackout. Zwei Schals für den Sommer zum Zuziehen. 10 Euro je. Schal. Schal mit Ösen. Das ist Mamas. Möchtest du eins aussuchen? Ist mir egal. Es läuft es noch? Ja. 3 Art Journals. Kann ich jedem empfehlen. 2,22 Euro. Und jetzt kommt's. Man öffnet es. Und hat hier, ich sag nur Molleskrein für 20, eine Tasche. Wir machen mal eben hier dieses. Da kann man dann so Postkarten irgendwas drin sammeln. Und das Papier, gute, schwere Qualität. Ich weiß nicht, ob das 250er Grammatur ist oder. Nee, da stand 300. Ist das 300er Grammatur? Ja, 300er Grammatur und hat 28 Blatt? Nee. Doch. 20 mal 20 Zentimeter, 28 Blätter. Für 2,22 Euro. Ich habe mir 3 Stück gekauft. Einmal dieses. Einmal dieses mit Schmetterlinge. Und Gitter hat was ausgetauscht. Ich habe jetzt zweimal dieses. Das wird hier einfach so unter den Tisch. Verschlungen. Von der Firma Avec. Dann Palettenmesser. Weißt du, das kam nicht 2,99. Ja. Die billigsten bei Amazon hatte ich gekauft für 7,99. Und ganz wichtig ist dieses vorletzte Schäufelchen für
Farben selber mixen. Rainbow Fishies, Biscuits. Das waren die letzten. Die letzte Tüte. Lili Litti. Die ersten, das sind die Lili ist. Zweimal M&M's Salted Caramel habe ich mich vertan. Ich dachte, das ist dieses Crunch. Also, M&M Crunch, Salted Caramel. Mein Techie Glue ist alle. Sitzt Sven da und guckt in mein Regal und sagt, was ist Techie Glue? Ist doch der beste Kleber. Mit dem Textilkleber. Ja. Den habe ich da nicht gesehen, aber Techie Glue. Da habe ich auch die Garderobenmoppen mit festgeklebt. Dann einmal The Pink Stuff. Da bist du baff. The Miracle Multipurpose Cleaner. Streak-free, also streifenfrei, sparkling, clean, to grease and grime. Für 2 Euro. Körbchen. Die Regale kommen dazu noch. das ist leider. Leider gleich noch. Das sind 2 kleine. Ja. Und ein großer. Leider machst du die Körbchen gleich ab. Ja. Dann hab ich mich eingelassen? 4 von diesen Bamboo Basket. Ist das nur Bamboo Basket? Das müsste doch 31 mal 31. Es passt rein, ja. Das ist halt nicht so hoch. Ne? Nein. Das ist dann so, wird so auseinandergefaltet. Dann kommt hier der Boden hinein. Man könnte auch 2 aufeinander stellen. Ja. Das geht auch. Ja. Ich glaube, das mache ich auch, bis ich von Ikea die habe. Mhm. Und dann kommt das so ins Kallax-Regal rein. Praktisch wie eine Schublade. Ja. Ich mache das eben ab und dann... Weiter geht's. Dann habe ich von Creative Artist ein 20-teiliges Acryl... Mahlset in einer Holzschachtel für 4,95 glaube ich kam die mit wirklichem Schnappverschluss. Oh. Mischpalette, Acrylfarben, Pinsel, Anspitzer, Radiergummi, Bleier. Ist das ein Knetradiergummi? Nee, das ist ein Holz. Für 5 Euro. Ja. Was? Kostet ja schon so eine Holzschachtel. Ja. Ich habe da mal so einen großen Koffer gekriegt. Die Farben waren ein bisschen leer. Ja? Ja. Dann hat Gitte 4 Tischsets ausgesucht. Also 2 Modelle zur Wahl. Und die Qualität ist echt, finde ich, super. Man kann die wenden. Ja, das ist so Textil. Ja, einmal so beige. So weich. Einfarbig oder mit Muster. Und... sind die kuschelig, ne? Und stabile Qualität. Ja, nicht, die knittern nicht so. Mhm. Damit der Tisch nicht quillt. Der Tisch quillt. Ja, die gebe ich Ilaida rüber. Ilaida kann Schnipsel schnapsen. Dann habe ich 2-mal The Hanging Basket. Ich liebe Hanging Baskets. Das ist schon Jahre her, da kam das gerade neu auf. Ich weiß nicht, da habe ich 19. Teuer waren die damals. Und das ist so The Hanging Basket. Schnipp, schnapp, Zettel ab. Dann kannst du gleich mal mein Hanging Basket sehen, den ich mir gekauft habe. Ich habe nämlich auch einen gekauft noch. Ach. Heute? Ja, wir waren ja getrennt unterwegs. Ja. Teilweise. Oh, ja. Separate Ways. Resident Evil DLC. Separate Ways. Das ist ein Resident Evil DLC.
Ein neuer Schlüsselkasten musste her. Und die Größe passt da ein bisschen kleiner, ne? Ja. Aber macht ja nichts. Die Ränder auch gleich ab? Mhm. Und Mama sitzt da mal rennt so Müll auf. Ja. Hast du Kittel gesehen? Ja, ein schöner Schlüsselkasten. Schlichte Eleganz. Dann kriegt jeder seine eigene Zahl, wie im Hotel. Welche Schlüsselnummer bitte? Ich hätte hier so, bing, bing. Ja. Nummer 3 bitte. Ja. Ist belegt. Für Alex, für Crispy, Duftkerzen. Sie hatten leider keinen Antitabak. Aber die mögen sie auch. Für Alex und Crispy jeweils ein Spannbettlaken, 1,80 x 2 Meter. Grau, was steht da drauf? Warte mal. Percale Fittercheat. La Maison Rief. Das ist französisch. Mhm. 1,80 mal 2,20 ist das. La Maison Rief. Oh, stopfen wir unter, egal. Dann Wunderkerzen. Sag doch. Räucherstäbchen. Räucherstäbchen. Einmal Agrabatti. Kivra. Einmal Mogra. Einmal Kamal. Jamal. Kamal. Den soll sie auch mit J schreiben. Shambam und Nackchamba. Oh, Nackchamba von Arab. Das ist aber nicht das Nackchamba. Oh, Nackchamba. Dann 20 Paint Markers. Metallic, Neon. Das sind 6x in 0,7 mm, 7x in 0,9 bis 1,3 mm und 7x 1,8 bis 2,5. Die werden dann so wie Postkartenmarker gepumpt. Ich glaube, 10 Euro kam der Kasten. Und da werden wir dann auch einen Swatch machen. Im neuen Journal. Mal gucken. Also es ist ein Blechkasten. Weißblech. Und mich haben die Farben so angesprochen. Vielleicht schaffen die ja mehr weg wie meine Postcards. Von denen bin ich nicht begeistert. Vielleicht hatte ich, wie gesagt, ein Montagsprodukt. Das ist Elidas Art Journal Sketchbook. A4, 50 Blätter. Ich habe meine schon alle voll gemalt. Ja. Soll ich abmachen die Zelle? Ja. Ich warte, junge Dame! Ich warte dann eine Tasche hinten ran. Ich vertraue dir nie wieder. Das ist ja nicht schlimm. Guck mal, das ist Tesa. Und das ist auch schönes Papier. Aber ich schätze mal, was ist das? Ich muss riechen. 50 Blätter. Ein Skizzenblock. Was hast du denn da entwickelt? Gitta hat schon einfach einen Tisch. Aber Postkarten kannst du da halt verstecken gehen. Ja. Die waren so schweineteuer, die Postkartenmarker. Hier Gitta hat ein Blümchen gemalt. Gemalt? Ist das Acryl? Ich denke mal. Posta ist ja auch Acrylmarker. Aha. Aber die musstest du schütteln. Mhm. Musst du vorher schütteln und dann. Drücken. Einmal hier, bis Farbe kommt. Ich hab einen Tipp gesehen im Internet. Ja.
Ich will dir mal eben was zeigen. Du nimmst, also du, wenn du den geschüttelt hast, du kannst diese Spitze hier rausziehen. Ach. Und dann kannst du diese leicht drücken. Ja. Die Spitze wieder rein. Und schüttel mal ordentlich. Ordentlich schütteln und dann leicht drücken. So, da war ein Video, die hat das gezeigt. Pumpen. Ja. Bis die Farbe kommt. Langsam. Langsamer, ja. Auch noch einmal hoch. Jetzt kommt sie gleich. Da. Noch mal pumpen. Die muss richtig gefüllt sein. Bei mir ging das eben ganz schnell und einfach. Jetzt muss ich noch mal schütteln. Und dann mal auf den hier. Dieser Ärmel. Ja, guck mal. Ja, niedlich. Mhm. Super, tolle Deckkraft haben die, ne? Ja. Kannst du auch für Steine bemalen und so nehmen. Ja. Die riechen aber nicht so schön wie Alkoholmarker. Das sind ja auch Acrylmarker. Ja, Acrylmarker. Momentan top, die zwei Stifte. Ja. Posca ist bei mir gleich durch. Ich war nur am Meckern. Dann ist mein Papier kaputt gegangen. Oh. Pinsel. Professional, bla bla bla. Professional. Gibt's auch was auf Deutsch? Sag mal. Da. Ölfarbe. Bei Ölfarbe verwenden Sie Reinigungsflüssigkeit. Naja, jedenfalls Rundpinsel und Flachpinsel gemischt. Das ist Elis. Hier, die habe ich mir geholt, gell? Hanging Baskets. Für hier. Ach, wie niedlich. So. Sind die nicht süß? Ja. Moment, ich enthülle mal. Da ist auch ein Einsatz drin. Ja. Und weißt du, welche ich da reinpflanzen wollte? Sag. Tellerpflanze, UFO-Pflanze. Ja. Mhm. Da, auf der Bank. Ja, der gibt's auch mickerig, ne? Ja. Warte. Es ist heute unruhig so. In der Höhenkoppel hier. Hast du nicht gerade eben deine Adresse verraten? So. Du hast deine noch nie geheim so gehabt. Pappbecher. Könnte man auch Löcher reinmachen und das ist dieses Kugel. Und einpflanzen möchte ich da diese. Dieses kleine arme UFO-Ding. Ja. Die hängen wir mal nachher hier irgendwo an. Mhm, gib die mal hier rüber. Ja. Dann habe ich gekauft Omo. Ich glaube. 42 Waschladungen, Marseille Soap und Spring Blooms. Guck mal. Das riecht eher nach Zitrone. Marseille Seife. Marseille. Cleans beautifully, fabulous fragrance. Na dann. Ein neuer Aschenbecher fürs Auto. Der leuchtet. Ein leuchtender Aschenbecher. Ein Gürtel für Alex, seiner ist, es ist aus Echtleder, 4,99 1,5 Meter. Das hatte ich mir jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal gekauft, für 1,45 glaube ich, Ajax Mediterran, das riecht so schön. Also ich mag's, riech mal. Oh ja. Ne? Mhm, das riecht gut. Muss ja nicht immer Bergfrühling oder Zitrone sein. Nein. Genau wie Fichtennadel in 5 Liter Flaschen. DM jetzt. Jetzt DM? Ja. Okay.
Jetzt kommt DM. Haben wir erstmal ziemlich viel Katzenfutter? Ja, das, wir haben eine Kiste Poesie zur Abwechslung mal geholt. Da braucht ihr ja nicht alle sehen. Pollo, Pollo und... Einmal für unser... Gitte erschreckt sich. Denkt mit. Automatisches Duftspray, Zitrustraum. Ich riech mal dran. Wird gleich getestet. Oh, ja. Ja. So gut befunden. Lecker, ne? Das muss ich nochmal zeigen, das riecht wirklich toll. Von DM. Zitrustraum. Ich habe keine Zähne mehr und auch keine schmerzempfindlichen Zahnhälse, wir tragen Gebiss. Uiuiui. Davon werde ich jedem immer jetzt einen Löffel geben. Das ist alles toll. Gibt es Socken mit Katzen? Beim Schuhschrank kennen die dann. Ja. Und die Socken kosten 1,99. Schneidest du das einmal durch? 1,99 bei Nanunana. Und da ist immer eine unterschiedlich. Ich hatte die mal mit Frida Kahlo. Die haben aber mehr gekostet damals. Jetzt hatte ich leider die Katzensocken, aber die hat sie schon. Ja, jetzt Mama mir mal gekauft, glaube ich. So, da ist einmal diese hier mit viele kleine Kätzchen, Snickersocke, und einmal eine große Katze mit Wollknäuel. Endlich habe ich einen neuen, ist das die Farbe, die ich mir gekauft habe? Im Laden war der so viel pinker. Ja. Der hat geglitzert. Ich glaube, das ist der gar nicht. Nee, ich glaube, das ist... Nee, das ist der Gebrauchte, den Mama in der Tasche hatte wohl. Ja, stimmt. Also das ist nicht der, den ich gekauft habe. Der war durchsichtiger. Und pink mit Glitzer. Ja. Meine sind immer ausverkauft. Dann habe ich für mich und Gitte eine Tages- und Nachtpflege gekauft, weil wir gemerkt haben, dass wir doch ganz schön knitterig sind im Gesicht. Wir sind ja 55, wir stehen dazu. Einmal eine Tagespflege. Glättende Tagespflege, Smoothing Day Cream, Wildrose, der Sektenverein von Veleda, so sagt man. Benutzt nicht so viel Fluorid. Nee, es sollen die Kinder einmal die Woche aber nehmen. Ich weiß, dass deine Zähne davon kaputt gegangen sind. Fußperlen. Hier geht es, Nacht- und Tagcreme. Oh ja. Die riecht so schön, ich liebe diesen... Leder. Ich mache alle, ich mache auch Calendula und so gerne. Ja. Das kann jetzt ab. So, davon habe ich viermal, weil Magda ist ja da. Fußbadeperlen mit Urea. 95% Urea. Oha. Urea in Reinform oder was? Ja, werden da reingepiescht. Mit Aprikosenkernöl. Für sehr trockene Füße. Einen Moment bitte. Eine Tüte 45 Cent, finde ich gut. Ja. Christine macht ja auch immer mit seinem Dr. Fuß. Und den Knaller haben Ilaida und ich beide.
letztes Jahr war das Italien, ne? Mhm. Wie das Lied rauskam. Ja. Miley Cyrus, ne? Ja. I can buy my sunflowers. Ich hasse dieses Lied mittlerweile. Ja, aber es erinnert mich immer wieder an diesen Schmugglern in Italien. Und dafür sind jetzt diese Socken. Da habe ich meine Haarklammer mit der Blume her. Ja, stimmt, diese Aloe Hawaii Blume. Ja, Aloe Hawaii Blume. Memories. Wo kommt Food-Dingens hin? In die Badestube. Okay. Oben, bei Dr. Fuß-Paket. Ah, okay. Dr. Fuß-Paket. Dann Gitte fragte heute Morgen, oh, eine kleine Klammer. Und ich hatte zum Glück noch eine in der Küche, so eine Haarklammer. Nicht, dass ich die in der Küche aufbewahre, aber ich hatte mir gestern Abend den Zopf rausgemacht. Und hinten habe ich immer zum Hochstecken eigentlich so eine kleine Klammer drin. Und da habe ich gedacht, Sanne, für unseren Pony, die verschwinden und verlieren ja auch mal ihre Zähnchen. Ne? Hier sind doch mal... Das sind deine dann, ne? Und das meine ist oh, egal. Ja, viermal hatten wir Fuß. Ich glaube, das ist ja noch irgendein Fuß. Nee, dreimal hat Mama, glaube ich, schon. Hier ist eure angebliche Handcreme, die ihr mir um den Mund reiben wolltet. Die zufälligerweise für die Füße sind. Das ist alles Fett. Weißt du, das ist alles Fettcreme. Ob Hand oder Fuß draufsteht, ist egal. Ideal. Mit 25% Irea ein Fußdick. Und Gitte und ich hatten, wie wir Kaffee getrunken hatten, den getestet und es fettet wirklich nichts und fliegt, ne? Ja. Und riecht extrem gut. Magda, ne? Magda macht ja das Vollprogramm hier. Das noch einmal. Dann habe ich gedacht, für den Ostertisch so, geht das, brauchst du nicht. Für 1 Euro statt 2,95 Papierdeko, das weiß ich. Wenn wir dann Eier färben, dass man die dann hübsch dekoriert. Mal gucken, was da drin ist. Och, was süß, guck mal. Zwei Stück sind das. Hase oder Hühnchen? Leider zeigt euch das. Wie macht man das da drin? Ich denke mal, das macht man so auseinander und klippt das dann so. So. So wie so ein Ball, so wie so eine Laterne oder so. So. Wo ist dein Techie, Lou? Da ist doch so ein Ding. Hält. Du musst es mal aufklappen. Ach, Magnet. Geht, leider Magneten. Siehst du die da? Hält. Junge, der Hammer, geben Sie mir das mal. Moment. So, das hält mit Magneten. Das ist so niedlich für 1 Euro. Können wir doch hier reinhängen in unserem Busch. Busch. So, ist doch süß. Junge Dame. Mhm. Ihr Lipgloss war da irgendwie doch nicht bei. Nee. Wahrscheinlich in der Tüte von Mama. Das kann sein. Auch wenn es zum Geburtstag. Das soll sein, das Lipgloss ist wahrscheinlich in unserer Tüte. Wo ist unsere? So, jetzt geht's weiter. Gitte sagt, Sanne, brauchst du für deine Duftlampe noch Zen Garden? Oh ja. Machen wir nachher rein. Oh mein Gesundheit. Gott. Gesundheit. Kann ich Ihnen empfehlen. Zen Garden. Das ist doch euer, ne? Ja. Ja. Aber kannst du doch trotzdem mithauen. Nee, die Sanne will nicht. Doch. Gitte hat, also das ist jetzt für Donatella. Ich erst noch. Eine Badematte. Ja, da war. Nee, das sind die. Ja, die. Vielen Dank, meine Frau. Das ist das Kabel. Was Sven jetzt gekauft hat.
eine selbstklebende Folie in Holzoptik. Einen Teppich, den die junge Dame nicht loslassen wollte. Dann von Depot war das, ne? Nee. Nee. Action. Studio Hamlet in Kissenhülle. Und dazu ein schönes Kissen. Und ein... ein schönes Kissen mit Reißverschluss. Das sind schon wieder, oder neue? Ne, es sind neue. Ja. Ganz niedlich, alles so in leichten Boho-Touch. Naturfarbend. Den Teppich des Todes? Der Teppich des Todes. Ich finde den schön. Ja. Vielleicht behalte ich den auch. Der passt ja auch gut her. Darauf kommt es hier gar nicht an. Sie können den anderen Stinketeppich da haben. Okay. Nein. Doch. Quatsch. Jetzt streiten wir uns hier um Teppich oder was? Um Gottes Willen. Was war da noch? Achso, zwei noch Rollen war das. Möbelfolie. Teil von diesen Humpty-Dumpty-Betten. Das passt doch nicht in alles in Donatella rein, ne? Eben. Auch zu Hause. Ich hab doch gesagt, ja. Nimm nicht mit. Doch. Das finde ich auch toll. Ja. Willst du auch ein? Ja. Mhm. Super überraschend, dann. Darf ich die aufmachen? Ja. Also deine. Darfst du. Warte, aber wir zeigen sie erstmal, wie sie verpackt ist. Turquoise Ocean. Und das ist immer so toll verpackt von Action, so teilweise die Kerzen sind wertig. Was sind da vielleicht kleine Furzkinder, die alles kaputt schmeißen? Mit Bimmel und Bammel und... Da ist ein Kopf. Jetzt kannst du sie auspacken. Und Gitte hat sich diese hier geholt. Fata Morgana. Passt zu den Kacheln. Ja. Wow. Ich sehe so für Krimskrams so in der Essdiele so Feuerzeuge. Statt den Aschenbecher da. Ja. Hm? Hier, das ist deiner noch und das ist meiner. Machst du mir da den Schnipsel ab? Oh mein Gott, ich will das essen. Fata Morgana? Nee, das. Was ist das? Turquoise Ocean. Turquoise Ocean. Riecht das so gut? An irgendwas erinnert mich das. An Turquoise Ocean. Riecht auch mal. Das riecht das so aus. Achso, wir haben nur noch Gardinen. Das ist der zweite. Von den ersten hatte ich doch gezeigt. Das sind doch diese. Ah, nee, das ist meine. Das ist Giddes. Gitter oben beim Alkoven. Da ist ja noch dieser graue Originalvorhang. Da wollte sie sich so einen Blick dichten. Das dann abschneiden, umnähen und dann. Ja. Blickdicht machen. Richtig. Vanille-Duft-Teelichter hat sie sich noch gekauft. Die habe ich gar nicht gesehen. Geschirrtücher. Muss ich nochmal hin. Drei Geschirrhandtücher. Die Größe ist auch immer sehr schön. Ja. Die Qualität bei Action. Die sind sehr groß. Mhm. Aber die haben jetzt nicht den Hänger in der Mitte, Gitte. Die haben jetzt nur so ein... Ist nicht schlimm. Nee, aber tolle Farben so. Doch, hier ist der Hänger. Ach, guck. Ja. Und dann einmal so eben halt in klein kariert. Und einmal wie so ein Judenumhang. Weißt du, wie... ja. Karl Broflowski. Das hatten die früher, so eine Tücher ja. Zu Jesus-Zeiten. Ja. Hammam-Tücher, oder? Ja. Mr. Henki. Hier haben wir den Teppich des Todes von Casino-Kopf. Ist das Teppich? Ja, glaube ich. Ist auch ein kleiner Teppichläufer. Ach, du hast mir das gekauft. Das war der erste, aber dann ja. Hat sie sich noch für diese zwei anderen Scheiß-Teppiche wirklich entschieden. Ach, der ist auch schön. Den Klaus auch? Wie teuer war der? 5,95.
Da gibt es hier 10,95. Ich will eine Kamildecke. Need to know. Ja, als wenn du gerade so ein Pferd abgesattelt so hast. Nicht mal. Ja. So die Kuscheldecken von der Polizei. So jute Rupfen. Aber der ist auch schön. Ah ja, Gründonnerstag, Katholikenklingeln. Ah ja, die Katholikenklingeln. Ja, hier im Kirch-Wilhelmstift. Die Kirche. Die Kirche ruft, frisst grüne Kräuter. Nein, bittere Kräuter. Haben wir noch Tücher des Todes? Ja. Was soll ich damit? Abschneiden. Kinderarbeit. Und du da hinten bei den Spielzeugbabys. Ich liebe diese Handtuchgröße. Ja, auch in der Küche. Als Ablage oder im Badezimmer. Auch fürs Gesicht so schnell, statt ein großes. Die haben so eine tolle Größe, ich mag die voll. Das kaufst du ja und sagst mir nicht Bescheid. Ich habe das alles gar nicht auf dem Zettel gehabt, danke. Dafür haben die Samstag nicht auch auf? Sicher. Zwei werden jetzt erstmal rezividiert. Okay, willst du auch ein Geschirrtuch? Nee. Nee? Aber die. Ja. Und den Teppich? Na, ich will dir nicht alles wegnehmen. Aber du hast ja drei Teppiche gekauft, ich weiß nicht. Zwei. Jetzt nochmal wieder DM. Was ist das? Das habe ich eingebracht. Ah, Color. Das ist das vom Geburtstag, ne? Ja. Achso, diese. Ja. Das Make-up-Schwämmchen. Salmiak-Pastillen. Die hat sich Gitte noch geholt, Reiler Salmiak-Pasteln. Ja. Die kriegt davon, wenn man davon zu viel isst, kriegt man Bluthochdruck, wollte ich nur sagen. Früher haben wir die immer so gemacht, die Handrücken angeleckt und dann so Sternform und so gelegt. Ja. Fußdeo, das nach Füße riecht. Gib mal dein Fußdeo. Komm mal hier. Das riecht gut. Na, Puder. Hast du dir das geholt? Ja. Hm? Fußdeo? Ja, das habe ich doch gesagt. Hast du so viele? Miffi-Füße. Nicht. Letztens hast du doch gesagt. Nö. Vitalisierende. Das ist mein Lieblingsduftgel. Ja? Kirsche, vitalisierende. Chia-Milch. Gut, der Schuppe. Gut, der Schuppe. Ghoul, Antischuppen, juckende Kopfhaut. Ja! Da ist er! Da ist er! Ah! Er ist da! Ja! Welche Farbe ist das? Kannst du das lesen? Guck mal hier. Wo steht die Farbe denn? Geht nicht schnell genug. Ja, das ist hier alles Badezimmer und das ist. 102 Sweet Dreams. 102 Sweet Dreams. So mal so nichts Farbiges oder so. Einmal wieder aufhaben. Nicht essen. Was steht da? Plumping. Extrem plump. Carmen Geist. So. Das war's. Dann ist hier noch, was Sven noch mitgebracht hat. Schmeiß weg. Ach, die Kätzchen. Ja, die zeigen wir auch gleich noch. Ja, ja. Das hat Sven noch besorgt. Das hat Sven noch besorgt. Eierfarben-Tabletten zum Kaltfärben. Eierfarben mit Silbereffekt. Eierfarben-Hochglanz. Und nochmal diese Kaltfarben. Wo hast du denn deine Labellos immer so? Da, im Moment immer in diesem, ja. Bester Tee ever, wenn man nervöse Herz-Magen-Beschwerden hat oder auch so, ohne Zucker, ohne alles, Fenchel-Anis-Kümmel-Tee. Kann ich nur empfehlen. Du empfiehlst ja alles. Nee, nicht alles. Dann bei Ernstings Family haben wir uns mitgenommen, ein Foto- und Malwettbewerb. Mein Lieblingsort, ein Gefühl von Heimat. Ich weiß auch, was ich mal.
da kann ich leider dann malen und ich möchte auch was malen oder fotografieren. Machen wir das heute? Nee, ich denke mal, heute kommt ja noch die Lieferung. Das schicken wir per Post an Ernstigs Family Malwettbewerb. Kösfeld-Lette. Hast du es hier schon gezeigt? Achso, 40 weiße Eier. Meine Schwemmis. Freiland? Rheinland-Pfalz? Nicht Rheinland, Freiland. Oh, ich will da auch mal drücken. So, das war's oder kommt noch was? Nee, achso, und dein Family hat dir ja noch einen Blog mitgegeben, Stadt, Land, Fluss. Ja. Nee, haben wir einen Spiegel? Hat Sonja doch gesagt. Hier ist ein Klappspiegel. Das hier? Ja. Ja. Den kannst du so. Ich muss meine Kulturtasche holen. Aufstellen. Noch was entdeckt, was wir vergessen haben. Das schenke ich Sven zum Geburtstag. Ein Side-Table für seinen Ohrensessel, dass er sich den Tisch dann da so nebenstellen kann. Ja. Na? Na, Madame. Schmeckt denn der Kaffee? Lecker. Meiner ist gleich schon alle. Meiner nicht. Wir sitzen hier in der gemütlichen Essdiele. Fühlen uns hier gerade sehr wohl. Und gucken am besten nicht nach links. Nein, auf kleinstem Raum kann es auch gemütlich sein. Wir warten auf Hansetranz. Durch die Blume. Moin am Karfreitag. Bis 15 Uhr, nee, bis 18 Uhr keine Musik und kein Tanz, bitte. Was machst du denn da jetzt? Ich mach mir noch einen zweiten Kaffee. Sehr österlich bei dir hier. Rosafarbene Kätzchen, naturfarbene Kätzchen, Schleierkraut und irgendwelche anderen Düdeldolden. Wo sind die überhaupt? Da so zwischen, da. Durch die Blume gesprochen. Oh, miau. Ja, Gitta hat schon ihren zweiten Kaffee. Sven ist mit Udi, der muss gleich zu Onkel Dieter in seinen Räucherfisch bringen. Elena und die anderen beiden Kinder schlafen noch, Alex und Christine. Gitta und ich werden gleich Kallax. Bitte schwenken Sie einmal. Kallax aufbauen. Mein Schreibtisch kommt weg. Da kommt Kallax. Und hier, graue Kommode, da kommt zweimal Strüdelwüt hin. Ich weiß nicht, ist egal. Kann kein Mensch aussprechen. Und da, wo die Kaminumrandung ist, da kommt dieses Skrit nochmal, aber mit Vitrintüren hin. Und wir haben ja festgestellt, dass die Körbchen von Action zu klein sind. Morgen kommen 4 Kallax-Einsätze nochmal in Sandfarbenweiß-Creme. Ja. Ja. Damit ich auch meine ganzen Malutensilien und so. Kallax ist für mein Basteln. Und dann habe ich ja noch den minzfarbenen Rollwagen. Ja. Für ganz Aktuelles. Mhm. Weil sonst brauche ich nicht malen, wenn ich immer in Kisten wühlen muss. Ja. Genau, das ist jetzt der Plan am Karfreitag. Ich habe extra die Tür hinter mir zugemacht, damit der liebe Gott nicht hört, dass wir Radio hören. Wenn der jetzt zwei. Die Tür zu ist, kriegt das nicht mehr. Als ob. Morgen wollen wir vielleicht auf den Dom, ne? Ja, morgen soll es trocken bleiben. Ja. Jetzt ist immer mal so Schauer, wow, wow. Ja. Und dann ist das Video jetzt fertig. Gestern und heute ist das, ne? Ja. Tag 3 und 4 ist das. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 4 und 5. 4 und 5? Heute ist der 5. Aber 3 fehlt uns doch.
das ist irgendwie so in, gemischt. 3 und 5. Wenn man hier 3 Tage drauf. Ja, dann muss man hochladen, ne? Ja, gut. Von gestern. Mit meinen geschwollenen Finger wie Helmpeter vom HSV. Oh Gott. Gruß und Schluss.